Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Juju Vogel und ich mache heute meinen eigenen Zoo. Und hier geht's direkt los. Hier mache ich schon mal den Zoo-Eingang. Ja, ich habe ja schon so einige Sachen hier mal gebaut. Ich hatte ja schon einen eigenen Freizeitpark. Und was habe ich sonst noch gemacht? Ich hatte einen Wasserpark und ich hatte auf jeden Fall eine Menge super coole Sachen. Und letzte Woche war ich auch da hatte ich ein eigenes Restaurant, aber das lief ganz anders ab. Also sonst kenne ich das ja wie hier. Da kauft man sich halt irgendwas mit diesen Buttons und dann entstehen Dinge und dann nach und nach baut sich hier der komplette Zoo fertig, der jetzt noch gar nicht da ist. Oh ja, ein Einkaufszentrum hatte ich auch schon und einen Spielzeugladen. Und dann war ich in einem Restaurant und das Video könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal angucken. Und jetzt fangen wir auch mal richtig an. Also, was steht hier? Bauernhofeingang. Aha, okay. Also, als erstes kommen Bauernhoftiere in diesen Zoo, scheint so. Hier ist auch schon jetzt ganz schön viel Fläche auf dem Boden. Also wir können schon sehen, dieser Zoo, der wird ganz schön groß. Aber ist ja auch gut, die Tiere brauchen ja auch eine Menge Platz, ne? Okay, hier kann ich mir eine Bank kaufen, beziehungsweise mehrere Bänke. Sehr gut. Und, oh, was gibt's hier? Achso, ich sehe nur einen großen blauen Knopf und will direkt drauf gehen, aber da müsste ich wieder was kaufen, da bin ich mir sicher. Dieses Mal ist dieser Zoo auch ein bisschen anders, beziehungsweise nicht der Zoo, der Tycoon. Ich kenne das sonst immer, man muss immer zurück zum Anfang gehen und da kriegt man dann neues Geld. Aber jetzt zwischendurch passiert das einfach, da steht ja nächste Bezahlung, 3, 2, 1 und dann kriege ich wieder neues Geld. Das heißt, ich kann ja einfach durchgehend laufen und muss nicht immer wieder zurückgehen, um mir Geld zu holen, sondern das kommt zu mir hin. Also, da baue ich mir jetzt meine Pferdestatue. Boah, das ist aber auch echt schön. Richtig gutes Pferd. Das da hinten sieht fast aus wie eine Flosse. Das könnte auch so ein Wasserpferd sein. Ist das ein Seepferdchen? Oh, cool, ich kann sogar hier drauf gehen. Hyapferd. Und da hinten sehe ich auch, da ist noch eins. Noch ein Pferd. Also sehr schön hier für die Bauernhoftiere. Frag mich, wann die Tiere hier einziehen. Aber gut, die brauchen natürlich auch noch ein Gehäuse, ne? Oh, wenn ich hier so in die Nähe von dem Knopf gehe, dann zeigt er mir auch an, wie das aussehen wird, wenn ich das bauen möchte. Das ist auch mal ein ganz cooles Feature. Normalerweise muss man sich immer überraschen lassen. Vor allem, wenn man dann ganz viele Optionen hat, was man eigentlich machen will. So, das Tor kommt noch dazu, weil dann weiß man gar nicht, was so kommt. Aber jetzt kann ich mir dann immer vorher anschauen, was überhaupt gebaut wird und wofür ich dann mein Geld ausgeben möchte. Dann mache ich hier mal das Terrain hin. Und das sieht ein bisschen sumpfig aus. Ich denke, hier kommt da wahrscheinlich ein Schwein hin. Ein großer Stamm. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Schwamm sich in dieser Matschpfütze richtig wohlfühlen würde. Ein Tierhaus und ein Baum. Und eine Bubble-Maschine? Was? Warum ist denn hier jetzt eine Bubble-Maschine? So, wo ist denn jetzt das Tier, was hier... Ach so, nee, ein Kaninchen darf hier einziehen? Oh, es kommt sogar extra hier angeflogen, wie cool. Oh, ein süßes Kaninchen, hallo. Ich kann dem Kaninchen einen Namen geben. Okay, hier steht, es ist männlich. Oh, was steht denn hier? Kaninchen füttern kann man hier auch. Cool. Boah, dieser Tycoon hat ja echt alles. Ich nenne dich nicht Rabbit. Du heißt, wie könnte das Kaninchen heißen? Möhre. Das ist ein süßer Name für ein Kaninchen. Du bist Möhre und du bist ein Albino-Kaninchen. Das ist nämlich weiß und hat rote Augen. Albinos sind eher selten in der Natur. Aber manchmal passiert das halt. Und du bekommst jetzt natürlich auch ein bisschen was zu essen. Guck mal, Möhre kriegt ein paar Möhren. Da freut es sich aber. Und inzwischen habe ich auch Besucher. Ist ja klar, alle wollen Möhre, das berühmte Albino-Kaninchen sehen. Ein paar Laternen kommen dazu. Und ein Tor. Hier ist das bestimmt auch wieder so. Je mehr ich kaufe, desto mehr verdiene ich auch. Weil es kommen ja auch Leute hier rein. Ja, ich verdiene jetzt schon 525 Dollar. Sonst waren das ja 500. Ganz am Anfang, als ich noch nichts hier hatte. Dann baue ich nochmal ein Terrain hier hin. Ich frage mich, ob diesmal ein Schwein hier einziehen wird. Machen wir mal schnell weiter. Also ein Baum, dann hier ein Tierhaus und ein Felsen. Und noch ein Schlammbad. Kommt dann jetzt etwa vielleicht ein Schwein? Ja, hier kommt jetzt das Schwein. Und das Schwein, oh, da kommt angeflogen. Hallo Schweinchen. Herzlich willkommen. Das ist auch männlich, steht da. Also ist das dann ein Eber? Und dann ist das hier nicht nur Schlamm, dann ist das hier nochmal eine extra Portion Schlamm. Nur um sich darin zu suhlen. Genau. Also die benutzen das quasi auch so, als so eine Art Sonnencreme sozusagen, um ihre Haut zu schützen vor den schweren Sonneneinstrahlungen. Weil anders kann es sich nicht schützen. Die Haut ist ja sehr freigelegt. Es hat ja nur Borsten und kein dichtes Fell. Okay. Wie könnten wir dich denn nennen? Schweini. Fertig. So, schon besser. Also, ich kann mir jetzt hier Toiletten kaufen, noch ein Gehäuse.
Oder der sagt, ich soll mir eine Bank holen. Oh Mann, jetzt ist hier ja überall Müll. Der muss unbedingt weg. Das ist doch voll nervig. Warum ist hier Müll? Leute, ey, hast du das gerade da fallen lassen? Das ist ja wohl eine Frechheit. Und dann besorge ich mal ein paar Toiletten für die Leute hier. Und da gibt es ein neues Gehäuse und ein Baumset. Sehr schön, dann geht's hier jetzt anscheinend gerade weiter. Ein Tor und ein paar Laternen. Und ein neues Terrain wird hier jetzt gebaut. Bin mal gespannt, was jetzt für ein Tier dazu kommt. Ein Tierhaus. Ein Teich. Oh, vielleicht Enten. Ein großer Ball? Ah, okay, eine Kuh. Da kommt Kuh. Hallöchen. Oh, die ist aber klein. Das ist auch eine männliche Kuh, okay. Und ich nenne ich... Oh, ich wollte die Kuh eigentlich Clara nennen, aber gut, das ist ja jetzt ein Männchen. Dann bist du Carlos. Also, hier geht's weiter. Ein Teich. Vielleicht kommen jetzt ein paar Enten dazu, bitte. Oh, ein Babykaninchen ist geboren? Wie das denn? Hier war doch vorher nur eins. Alter 2? Das kann ja gar nicht. Alter 25? Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Also, so alt werden Kaninchen überhaupt nicht. Und wenn sie frisch geboren sind, sind die auch nicht 2. Egal, dann bist du jetzt Brownie. Weil du ein braunes Kaninchen bist. Ein Wasserstrahl. Wow, wieso laufe ich denn auf dem Wasser? Oh, cool, eine Gans. Hallo, Gans. Diese Gans kriegt natürlich auch einen Namen. Und ich nenne dich Gustav. Warum sind die Tiere hier eigentlich alle männlich? Hier gibt es jetzt erstmal was zu essen für dich. Und was bekommst du? Brot? Nein, man sollte eigentlich Gänsen und Enten kein Brot geben. Was ist denn das für ein Zoo? Das ist nämlich tatsächlich gar nicht gut für deren Verdauung. So, wo geht's jetzt hier weiter? Na gut, das hier ist halt Roblox, deswegen gibt's halt jetzt Brot. Aber im echten Leben, bitte füttert Enten und Gänse etc. nicht mit Brot. Das können sie nicht gut vertragen. Wenn ihr sie füttern wollt, dann besser mit Körnern oder sowas. Okay, dann baue ich jetzt hier eine Plattform hin, eine Terrasse, ein paar Lichter und ein paar Picknicktische. Ja, weil hier können die Leute sich dann gleich schön auch was zu essen mitnehmen und dann hier essen, damit die den ganzen Tag hier verbringen können. Und hier kommt eine Mini-Farm hin mit Gemüseanbau. Oh ja, und das wird da ja da hinten auch noch verteilt. Noch mehr Müll wegräumen. Oh, ein neues Schweinchen. Wo auch immer du herkommst. Dann bist du, Babyschwein. Aber so geschrieben. Da, Babyschwein ist geboren. Noch ein Babykaninchen. Ach, da kann ich jetzt aber nicht hingehen. Ich muss hier auch mal weiterarbeiten. Wasserpumpe. Okay. Oh, eine Ziegenstatue. Cool, eine Ziege. Ziegen sind so coole Tiere. Ich hoffe, ich kriege auch noch Ziegen hier in mein Zoo. Okay, dann baue ich jetzt hier eine Scheune hin. Noch mehr Laternen. Und jetzt kommt hier noch eine Bank hin. Aber erstmal zurück, glaube ich, zur Scheune. Was kommt hier jetzt rein? Ein Scheunen-Innenraum, ein paar Lichter, Heu. Kommen hier Pferde hin vielleicht? Reittiere? Ja, also ein Pferd. Hallo Pferd. Boah, ich kann auf dem Pferd jetzt reiten und schneller vorankommen. Wie cool. Eine Rennstrecke? Ein Zaun. Das ist doch keine Rennstrecke. Ach doch, der kann hier immer im Kreis laufen. Ein Baum. Los, bau den Baum. Sehr gut. Wir könnten vielleicht hier noch den Kaninchen und denen noch mehr Namen geben. Oh, es ist auch mal ein weibliches Kaninchen. Du bist Hasi. Noch ein bisschen wieder sauber machen überall. Oh, ein neues Schwein ist geboren. Achso, da bin ich ja schon. Ach, so viele Namen muss ich mir hier überlegen. Rosa. Schweine sind rosa. Ein Bankset. Das geht alles so schnell. Ein Hotdog-Stand. Natürlich, die Leute müssen ja auch was essen. Ein Karussell und ein Gehäuse. Es reicht nämlich nicht, sich Tiere anzugucken. Man muss auch auf dieses Karussell. Oh, wie cool. Das sind ja so Hühner. Oh, das sieht richtig witzig aus. Kann ich damit auch fahren? Ich weiß nicht ganz, wie ich hier überhaupt absteigen kann von dem Pferd. Deswegen lasse ich das einfach mal. Dann kommt hier ein Tor hin. Und hier bauen wir jetzt ein neues Terrain.
mit Felsen, einem Tierhaus und ein großer Stamm und ein Wasserstrahl. Oh, das wird aber alles langsam auch teurer. Oh, hier kommt ein Büffel hin, cool. Da kommt er schon. Hallo Büffel. Du kriegst natürlich auch ein paar Kohlköpfe. Büffel, dich nenne ich Büffel. Büffel Mozzarella. Hier muss ich wieder was machen. Oh, da ist ja schon jemand im Karussell. Viel Spaß im Karussell. Ich hoffe, es gefällt dir. Kauft euch Hot Dogs. Oh, wow, das sieht schon richtig cool hier aus. Oh, noch ein paar Zuckerwürfel für mein Pferd. Habe ich ganz vergessen. Bitteschön, lass es dir schmecken. Wahrscheinlich gebe ich hier das Pferd wieder ab. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Eine Babygans. Haben wir hier schon zwei Gänse. Ich glaube, ich höre auf, den Namen zu geben. Das wird mir zu viel, wenn die jetzt auch noch alle Namen bekommen. Komme ich ja gar nicht zu, hier irgendwie weiterzumachen. Vielleicht später nochmal. Okay, was gibt es hier hinten? Bei den ganzen Kaninchen geht's weiter. Ein Popcornständer. Schön. Oh, eine neue Kuh. Sehr schön. Ein Baumset. Dann geht's jetzt wieder hier lang zurück. Wieso muss ich mich hier als Einziger um alles kümmern? Also klar, das ist natürlich mein Zoo, aber ich fände es eigentlich ganz cool, wenn... Oh, na endlich ein Mitarbeiterhaus. Kann ich mir endlich neue Mitarbeiter holen, die sich hier um alles kümmern? Einen Reiseleiter habe ich jetzt. Oh, eine Reinigungskraft. Oh, perfekt. Na endlich, jetzt kann ich weiter einfach Sachen kaufen und die anderen kümmern sich um andere Aufgaben. Super. Zwei. Dann wahrscheinlich. Hallo. Oh, so ein süßes kleines Pferd. Dich nenne ich Ferdinand. Ferdinand. So. Hallo Ferdinand, willkommen hier im Zoo. Du kriegst was zu essen. Braucht sonst noch jemand was gerade? Nö, allen geht's gut. Wunderbärchen. Dann machen wir hier mal weiter. Vielleicht habe ich ja auch jetzt genug Leute, die sich hier um alles kümmern. Moment mal, ich habe auch eine Reinigungskraft besorgt. Warum ist hier immer noch Müll auf dem Boden? Muss ich wohl doch was machen. Okay, dann geht es jetzt hier weiter. Oh, in den neuen Bereich, in den Wald. Cool. Hier kommt ein schöner Plaza hin. Forstbau. Was stand da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Bäume und sowas. Ein Personalwagen. Cool, noch mehr Personal. Eine weitere Reinigungskraft kommt dazu. Und Security gibt's auch. Okay, da kommt hier eine Unterkunft hin. Und, oh, cool, ein Hirsch. Oh, Junge. Hallo, Hirsch. Hier gibt's erstmal was zu essen für dich. Und dich nenne ich Bambi. Bambi, der Hirsch. Oh, eine neue Kuh. Ein Büffel ist geboren. Da kann ich ja nachher auch nochmal vorbeischauen. Aber erstmal geht sie zu einer Bärenstatue. Rah, wie cool! Ein richtig großer Grizzlybär ist hier. Oh, da muss man vorsichtig sein. Aber als Statue kann er einem ja nichts antun. Hier kann man sich ein bisschen Saft holen. Und jetzt bauen wir hier noch das nächste Gehäuse hin. Und wie immer erstmal Laternen und ein Tor, damit das Tier auch nicht einfach abhauen kann. Und damit auch die Besucher geschützt sind. Knochen? Was für ein Tier wird hier hinkommen? Oh, mein Geld ist schon fast wieder auf. Wie viel verdiene ich denn inzwischen? Immer 3000 und noch was. Das geht ja schnell. Okay, da haben wir eine Höhle gebaut und ein spezieller Knochen. Und, cool, hier ist ein Wolf. Wo ist der Wolf? Hallo, Wolfi. Ah, cool, ein Wolf. Dich nenne ich Wolfgang. Ups. Wolfgang. So viele Tiere geboren, dann gehe ich da mal hin. Okay, ein neues Pferd. Wo bist du denn? Ach da. Oh, ein Schimmel. Dich nenne ich Schimmel. Süß. Hier. Steffi.
Und dann haben schon wieder ein paar Tiere Hunger. Da muss ich mich auch mal drum kümmern. Also, die Schweine wollen was essen. Bitteschön. Und die Kühe. Die kriegen natürlich auch was. So, dann kaufe ich hier neues Gras. Lagerfeuer und Lager. Auch interessant, dass das hier einfach so in dem Zoo ist. Aber warum nicht? Einen neuen Pfad. Wow, cool. Biber. Und ein Biberdamm. Cool, ein Biber. Hallo Biber, viel Spaß hier im Zoo. Hier ist was zu essen. Ein paar Äpfel. Und dich nenne ich Norbert. Willkommen im Zoo, Norbert. Wie geht's denn hier weiter? Ein Waffelhaus. Wieder schön für die Gäste. Ein paar Waffeln. Ich liebe Waffeln. Und ein paar Laternen. Und jetzt kommt hier auch noch ein neues Gehäuse hin. Aber erstmal das neue Pferd begrüßen. Hallo, neues Pferd. Hier. Du heißt Mystery. Ups, falsch geschrieben. Das muss andersrum. So, Mystery. Fertig. Oh, und ein neues Bambi. Baby ist auch geboren, ein neuer Hirsch. Wo bist du? Da. Bambi. Theo. Theo fällt mir ein. Oh, Bambi, du bist ja schon richtig groß geworden. Cool. Dann kann ich hier wieder weitermachen. Wenigstens liegt kein Müll mehr auf dem Boden. Also das hat endlich mal geklappt. Okay, ein Teich. Ah, ein Wildschwein. Super. Hallo, Wildschwein. Da muss man auch gut aufpassen. Die sind auch gar nicht so ungefährlich. Wie nenne ich dich denn? Robert. Und hier geht's weiter. Habe ich dir schon was zu essen gegeben? Ich glaube nicht. Hier, bitteschön. Lass es dir schmecken. Was bekommst du denn jetzt Schönes? Ein paar Steaks? Also ich weiß nicht. Ich glaube, Steaks sind nicht das richtige Essen für Schweine. Aber naja, das ist Roblox. Hier passieren komische andere Dinge. So, die Kaninchen brauchen was zu futtern. Bitteschön. Und wer wollte noch was? Die Büffel. Dann mache ich hier jetzt weiter einen Holzzaun, ein lokaler Honigshop und noch mehr Bäume. Hier kommt wohl noch ein Podium hin. Für Biber. Aber der Biber ist doch da hinten schon. Ach so, das ist wie so ein, wie heißt das so, Schiffschaukel. Nur mit Biber-Thema. Cool. Hier kommt bestimmt ein Bär rein oder so. Bin ich ja mal gespannt. Verstanden. Ich wusste es doch, hier kommt ein Bär rein. Bär, wo bist du? Hallo. Oh, ah, cool, ein echter Bär. Hier in meinem Zoo. Dich nenne ich Pooh, wie Winnie Pooh. Oh, was ist hier auf der anderen Seite? Protokolle? Okay, Leute, ich habe jetzt gerade mal die Kamera kurz ausgemacht und jetzt bin ich wieder hier und ich habe inzwischen super viel Geld verdient, also jetzt müsste es ein bisschen schneller gehen, dass ich mir alles kaufen kann. Also, da habe ich jetzt ein Bankset gekauft, neues Gehäuse und dann geht es jetzt hier weiter, also ein paar Laternen. Hier kommt noch ein Hotdog-Stand dazu, natürlich auch wichtig, dass man sich immer überall was zu essen kaufen kann. Ein Terrain und langes Gras, okay. Eine Holzhütte, ein Teich und Bäume und hier kommt jetzt ein Adler! Hallo Adler, oh wie cool, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass ein Adler hier hinkommt. Boah, wie cool ist das denn? Dich nenne ich Jürgen. Jürgen der Adler. Okay, und du kriegst natürlich auch ein bisschen was zu essen. So, bitteschön, was gibt's für dich? Steak, das macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Sinn als beim Wildschwein. Dann kommt hier noch mehr Bäume hin, auch wichtig. Ein neuer Pfad. Und jetzt geht's in den Dschungel. Jetzt kommen hier ein paar Dschungeltiere dazu. Da bin ich ja mal gespannt. Hey, Moment mal, warum liegt hier schon wieder Abfall? Ich dachte, ich habe dafür gesorgt, dass das nicht mehr passiert. Da macht jemand seinen Job nicht besonders gut. Schade. Vielleicht kann ich mir gleich wieder neues Personal kaufen. Also erstmal ein Gehäuse. Ein paar Fackeln. Ein Tor. Ein Terrain. Oh, was kommt hier wohl für ein Tier hin? Mehr Bäume. Ein Teich. Und ein großer Stamm. Kommt jetzt endlich mal ein Tier hier hin? Hallo? Kein Tier? Doch. Eine musikalische Tastatur? Wie bitte?
Warum Musik? Kommen hier Affen hin? Ah ja, ein Schimpanse. Das hat zwar gar nicht so viel mit Musik zu tun, aber ich dachte, das ist irgendwie ein bisschen albern. Und Affen sind ja ein bisschen albern. Okay, ein Schimpanse, dich nenne ich Charlie. Hallo Charlie, willkommen hier im Zoo. In Jujus Zoo. Dann gibt's jetzt einen Pommesstand. Du kriegst natürlich was zu essen, ist doch klar. Ich hoffe, da sind Bananen drin. Ja, Bananen für Charlie. Hui. Dann geht's hier weiter mit Dschungel. Ein Spielzeugladen. Hallo? Ach, da. Da ist der nächste Button. Der nächste Knopf. Okay. Dann kommt hier jetzt Wasser hin. Ein Terrain. Pflanzen, Bäume, Wasserpflanzen. Ein gefrorener Fisch. Und ein Krokodil. Leute, hier kommt ein echtes Krokodil hin. Uah. Hallo, du Krokodil. Wie cool. Dich nenne ich, Kroki. Ups, schon wieder falsch. Kroki. Bitteschön. Hier ist dein Name, Kroki. Du kriegst natürlich auch direkt was zu futtern. So, was gibt's denn bei dir heute auf dem Speiseplan? Steak. Okay. Packen und springen. Oh, der ist so schön. Und eine Löwenstatue. Rawr. Oh, die macht das gar nicht. Rawr. Die sitzt einfach nur rum. Aber trotzdem total cool. Dann kommt hier noch eine Brücke hin. Oh, und die führt dann hier zurück. Zum Bauernhof. Cool. Aber wir sind ja weiterhin hier eigentlich im Dschungel. Dann gibt es hier noch einen Holzzaun. Noch einen Holzzaun. Was kommt als nächstes? Noch eine Löwenstatue. Klaro. Man braucht immer zwei Löwenstatuen. Eine Plattform. Ein Tempel mit einem riesen Flamingo. Oh, wie cool. Ein paar Fackeln. Gras. Ein Gehäuse. Dschungelnatur. Oh, das sieht richtig schön hier, muss ich sagen. Hier kommt noch ein Baum rein. Okay. Ein Terrain. Und ein Vogelstrauß lebt hier drin. Nein, hier für den Strauß eigentlich, oder? Ach, der Strauß scheint aber auch winzig zu sein. Und hier ist ein bisschen was zu essen. Also ein Strauß braucht eigentlich ein viel größeres Gehege. Ach, zum Glück ist das nur Roblox und nicht in echt. Also wäre das in echt, dann fände ich das ja teilweise gar nicht so gut, weil die Gehege doch ganz schön klein sind. Aber das ist ja nur Roblox und deswegen ist das in Ordnung, dass das Gehege vielleicht nicht so groß und nicht so realistisch ist, wie es eigentlich sein sollte. Am besten ist das eigentlich sowieso, wenn ein Strauß in freier Natur leben kann und nicht hier in diesem Gehege. Aber man kann das ja ganz cool in Roblox nutzen, um sich das tatsächlich mal die Tiere anzugucken und kennenzulernen. Fackeln, Dschungelnatur. Okay, wo ist der nächste Knopf? Wo geht's weiter? Achso, direkt vor mir. Ein Stammestotem, okay. Ein Slushy-Ständer. Slushies. Oh, ein süßes Katzencafé. Oh, wie niedlich. Das ist so klein, das ist wahrscheinlich sogar für Katzen und sieht nicht nur aus wie ein Katzenkopf oder so. Dann noch mehr Bäume, ein paar Fackeln, ist ja klar, Gehäuse. Hat ja alles so einen Dschungellook hier, ne? Okay, und hier können wir wieder ein neues Tier holen und das hat definitiv mal ein bisschen mehr Gehege als der Strauß gerade. Aber grundsätzlich ist ja nie genug Platz, so viel wie in der freien Natur wäre. Dann ein Boxsack. Und hier kommt ein Gorilla. Also definitiv auch eigentlich nicht das Richtige für einen Gorilla, würde ich mal sagen. Aber unser Gorilla freut sich bestimmt drüber. Oder? Ich nenne dich Banana. Banana, unser Gorilla. Dann kaufe ich hier noch einen Plaza. Ein Terrain. Dekoration. Ein Teich. Gefrorenes Obst? Wer soll das denn essen? Zebra? Warum ist das Zebra denn gefrorenes Obst? Schon wieder sehr seltsam, was hier im Zoo so abgeht. Okay, dich nenne ich Marvin. Hallo Marvin. Dann ein paar Fackeln. Da kann ich mir noch was holen. Dschungel in der Natur. Achso, ja. Marvin, ist gut. Das ist schön. Oh, wow, guck mal, wie schnell das hier alles schön dschungelig geworden. Das ist richtig toll. Diesen Bereich hier mag ich total gerne. Dann noch ein Dschungelbaum-Set. Gehäuse. Kriegen wir das im Dschungel wohl heute noch fertig? Was glaubt ihr? Achso, da ist das Tor.
frage mich, ob jetzt wohl ein Löwe hinkommt. Allein diese Felsformation könnte schon ein Hinweis darauf sein. Da liegen wir ja gerne drauf. Ich glaube, hier kommt ein Löwe hin. Wo war es da hinten? Natürlich ein paar Toiletten für unsere Besucher. Okay, zurück zum sehr wahrscheinlich Löwengehege. Wobei, klettern die da auch so weit hoch? Vielleicht ist doch kein Löwe. Ein Tiger! Naja, ich war nah dran. Den holen wir uns dann mal schnell. Hallo, Herr Tiger. Hier ist noch ein bisschen Dekoration für dich. Moment, bist du ein Herr oder eine Frau Tiger? Ein Herr Tiger, okay. Und dich nenne ich Shere Khan. Hier aus dem Dschungelbuch. Okay, cool. Fackeln hin. Du brauchst natürlich auch was zu essen. Schön. Ein Tastik für dich. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ein Dschungelbaumset. Okay. Ein Eisladen. Oh, lecker. Ich hätte auch gerne ein Eis. Ein Ballonständer, denn wir brauchen mehr Ballons hier. Dschungelbüsche und eine Bank. Oh, ich habe nicht mehr Geld für eine Bank. Oh, am besten sollte ich vielleicht meine Tiere nochmal füttern. Da gibt es ja auch immer noch ein bisschen wieder Geld dazu. Also, Kaninchen werden gefüttert. Okay, Leute, ich habe jetzt wieder ein bisschen Geld gesammelt. Jetzt geht's hier weiter. Ich muss ja auch die ganze Zeit noch ein bisschen wieder Zeug wegmachen. Warum auch immer. Kümmert sich hier irgendjemand von meinem Personal nicht darum, dass das hier eigenständig passiert? Okay, warte, wo ist denn jetzt der nächste Knopf? Wo ist noch nichts? Ja, hier lang müsste das gewesen sein. Okay. Ich habe jetzt wieder über 100.000. Das sollte ja wohl reichen, um hier noch ein bisschen was zu kaufen. Ich möchte auf jeden Fall den Dschungel heute noch fertig bekommen. Das wäre schon schön. Okay, ein paar Fackeln noch. Ein Gehäuse. Ein Tor. Ein Terrain. Und hier noch eine Bank. Kommen hier Bäume hin. Ein Teich. Dekoration. Löwensnack. Dann kommt hier jetzt definitiv der Löwe hin. Was meint ihr? Oh ja, da kommt der Löwe. Hallo Löwe. Willkommen hier im Jujutsu. Und dich nenne ich Simba. Simba, willkommen hier in Jujutsu. Hier ist auch ein bisschen was zu essen. Dann gibt es noch den Vulkan. Moment, was, ein Vulkan? Wie cool. Hier ist einfach ein Vulkan mit einem Zoo. Kann ich hier hoch? Oh yeah. Das ist definitiv eine sehr coole Dekoration, muss ich mal sagen. So, was gibt's hier jetzt noch? Noch mehr Bäume und ein weiteres Gehäuse, denn wir haben noch nicht alle Dschungeltiere hier. Bisschen Terrain, Bäume, Deko und ein Teich. Bin mal gespannt, was hier noch für ein Tier hinkommt. Oh, ein Elefant! Ein Elefant! Bekommt natürlich auch noch was zu essen. Und dich, Elefant, nenne ich Mammut. Elefanten stammen ja von den Mammuts ab. Finde ich cool. Viel Spaß mit deinen Wassermelonen. Tschüss, bis später. Ah ja, hier beim Löwen können wir noch eine Bank hinräumen und noch ein bisschen Popcorn. Können Leute die Löwen hier beobachten. Und hier ist ein schöner Springbrunnen. Auch sehr, sehr schön. Dann kommt da noch eine Plattform hin und... Oh, ein Riesenrad. Oh, das sieht ja cool aus. Also ich selber fahre jetzt nicht mit dem Riesenrad, aber viel Spaß bei allen, die es tun. Mit Katzenmotiv, wie süß. Und da ist auch ein Löwe drauf. Das gefällt mir. Eine sehr gute Investition, würde ich mal sagen. Okay, wo ist der nächste Knopf? Da. Hier kommt der neue Part hin. Dann glaube ich, als nächstes kommt Safari. Macht eigentlich Sinn auch mit dem Dschungel, weil immerhin haben wir ja auch einen Löwen und einen Elefanten. Die würden eigentlich zu Safari gehören. Aber egal. Also als nächstes würde Safari kommen. Aber ich glaube, das reicht erstmal heute mit dem Zoo. Also wir haben hier drei ganze Bereiche gefüllt. Wir haben einmal hier den Dschungel. Dann haben wir den Bauernhof. Und wir haben auch noch Wald fertig gemacht. Und hier würde es theoretisch weitergehen in der Safari-Welt. Aber heute nicht mehr. Also mein Pferd und ich, wir brauchen erstmal eine Pause. Und wir müssen uns ja noch ganz um die ganzen Tiere hier kümmern.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!